Hey Gude, in dieser Folge geht's in das Militärcamp bei Louisville. Mal sehen, was uns dort erwartet. Ja, bin ready. Nice, auf geht's. Ups. Also willst du auch laufen? Ja, ist ja nicht weit. Na, ich könnte mal auf der Map gucken. Das letzte Mal runter zur Siedlung war weiter. Na stimmt, das ist wirklich ums Eck. 1, 11, 12, wie viel? Ja, können wir eigentlich. Dahinter ist noch einer. Ja, jetzt kommen ein paar, die können wir machen, dann kommt der Rest. Ja, den einen habe ich. Ja, da, das dann. Wow. Hätte ich zweimal gebissen? Nee, nichts passiert. Oh, danke. Dead. Ja, ich bald auch, wenn er so weitergeht. Nein, ah. Scratched.
Holy shit. Kann wahrscheinlich gleich wieder heimrennen. Skills schreiben, sterben. Es ist immer so, der erste Zombie, der mich irgendwie krabbelt, bringt mich um. Sonst geht immer alles gut und dann... Hm? Die bündeln sich da vorne. Was ist mit denen, wenn die alle? Fuck. Überklettern. Oh ja. Warum? Ja. Von links. Links kommen ganz viele, komm mit. Weg. Hallo, oh mein Gott. The fuck, ey. Zwei Waffen gerade kaputt gegangen. Weißt du, wechseln wir in den Fuß? What the fuck? Hau ab, hau ab, hau ab. Der kappelt dich. Oh doch, hier in dem Zelt in der Kiste ist Munition drin. Nice. Box of Shotgun Shells. Mit 7% Motor. Das wird wohl nix. 2020 Kraftstoff, der ist vollgetankt. Ja, das ist gut, aber wenn der Motor immer auskennt. Und die interessanten Sachen, MRES, M16 Magazine. Was, MRES? Wo bist du? In den Zelten über der Straße. Oh, mehr MRES. Ah, dann gehe ich mal in die Zelte unter der Straße. Ja, wir müssen hier echt mal mit dem Auto hinkommen. Mehr MRES.
bin halt so voll. Hier ist Munition und alles. Was ist denn alles? Das sind die Schlafzelle, weißt du, hier sind über die Feldplatten und dann 10 Kilo Kiste neben dran und da ist immer Militärloot drin. Junge. Sogar Mantel, so hier, ich meine, für den Winter ist das bestimmt ganz gut. Und eine Box auf MRE ist nice. Ja, wie gesagt, bei den Zelten ist halt noch viel mehr Loot. Ja, rechts unten auch. Also ja, links oben sind Zelte und rechts unten sind auch noch Zelte. Oh, ja, ich sehe es. Okay. Ja, da oben sind lauter große Zelte, das, ja. Gut, dann willst du versuchen, mit dem heimzufahren, oder? Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir müssen ja eigentlich noch geradeaus. Eigentlich, ja. Oh, im Handschuh. Ach nee, das ist die Case von dir. Ja, läuft sogar. Warte, da geht's nicht durch, wir müssen andersrum. Ist schon in die Falle gefahren. Ja, nicht hier. Oh fuck. Warte, ich mach die Tür auf. Oh. Komm. Ja, fahr. Okay. Oh. Da kann man durchfahren. Nein. Nicht? Oh, früher ging das. Hoppala. Fuck. Gut, dann müssen wir die abbauen. Dann kommen wir erstmal weg hier. Das war das Ende. Ja, von hinter dir kommen die, pass auf, du kommst doch nicht durch. Ja, aber komm raus. Ich komme alle zu dir. Schnell rechts aussteigen. Und tschüss. Okay. Wir laufen jetzt erstmal alle zum Auto, weil es da eben laut war. Ja, lass uns ein bisschen töten, was geht, und dann mal schauen. So, wie finde ich den Server jetzt genau? Indem du die IP, die ich dir gesagt habe. Also, du gehst auf Join. Ja. Oh, also bei Internet oben, ne? I guess, ja. Favoriten und Internet. Genau, ja. Dann geh Favoriten. Oh, Favoriten. Moment, schon. Und dann kann ich unten Namen filtern, oder? Nee, du sollst die IP, die ich dir geschickt habe, einfach eingeben. Der ist nicht public. Du musst ein Favorite anlegen. Ach, ein Favorite anlegen, alles klar. Da kannst du dann die IP bzw. ein Hausname finden. Ja, okay. Und da legst du einen Benutzername fest und denkst dir ein Passwort für den Benutzername aus, um sicherzustellen, dass du diesen auf diesem Server gesaved hast. Okay. Nicht einfach dein Steam-Name, wie es normalerweise Sinn machen würde. Ja. Mach lieber mal zwei weg, das wäre dann noch. Ja. Ah, nice. Und weiter geht's. Ah, ich mach da mal richtig auf hier. An dieser Stelle ist leider mein Aufnahmeprogramm abgestürzt und ich musste mein Twitch-VOD herunterladen, um das Video fertig schneiden zu können. Lasst euch von dem kleinen Overlay nicht stören und viel Spaß mit dem Rest des Videos. Ja, jetzt geht's auch. Ja, top. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach mit einem Auto, was noch so halbwegs fährt, mal nach West Point. Ja. Nee, dann ist egal, nimm das, was am Halsen aussieht. Hallo. Hallo. Du hast nichts gesehen. Ich hab Blutspritzen gesehen.
Ja, nice. So, hier, warte mal. Ich habe hier noch einen Helm und Schuhe, wenn du sowas brauchst. Die Schuhe habe ich. Das kannst du haben. Helm nehme ich. Ich kann auch laufen. Ja, wir können zu zweit laufen. Mach ich gleich mal Tempomat hier. Vorsicht. M16 Sturmgewehr. Oh, was? So viel Loot hier, das ist unfassbar. Ja, gebissen, 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 gebissen. Oh. But why? Aber ich habe ganz viele mitgetötet. Das ist schön. Wo bist du denn jetzt gestorben? Weil das Auto abgekackt ist in der Zombie-Menge. Ah. Welches Auto? Ach, das rote. Ja, okay. Ja. Und wo ist jetzt diese Zombie-Menge? Mitten auf der Straße, ein bisschen weiter nach rechts oben. Da wo der LKW ist? Ne. Rechts oben sagst du. Ja, die Straße entlang einfach. Oh, ich sehe es. Oh ja, ja, okay, okay. Wir gehen nicht hier lang, weil da ist es. Zwei und kommen. Mal, bis ich mal klar sehen kann, was meine Zombie-Leiche ist. Dann loot hier oben links. So, wenn der Pickup den LKW schafft, dann ja. Ich klebe hier noch ein bisschen. Vor und zurück. Ich bin mal gespannt, ob der den LKW schafft. Ja. Oha. Ja dann. Pickup ist stark. Thank you.
Ah, ach, da ist das rote Auto, jetzt sehe ich. Ich wollte halt nicht übers Gelände fahren. Ja, die habe ich da hinten reingelockt, auch welche in der Horde nach rechts weg vorhin. Will mal jemand kurz ein Lagerfeuer machen? Hier? Ich glaube, das sind genug dafür. Ich kann vorne euch im Highway mache ich eins. Ich bin rechts unter. Nee, kann ich nicht. Ich hab das gar nicht. Da kannst du kurz eins craften oder so. Ach, rechts, okay. Ja, dann mach ich es einfach hier auf dem Feld. Dann, Bautz, musst du die hier holen. Wo bist du denn? Über dir, auf dem Feld. Wahrscheinlich. Rechts von unserer Base. Ja. Ja, ich muss mal kurz zwei Zombies wegmachen. Ja, ich muss hier erst die. Ne, ich kann nicht. Ich muss erst die Zombies töten. Ja, hier kommen noch mehr. Ja, dann. Warte. Wilde Feier. Add Fuel. Oh nein, 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 nein. Feuer ist an. Ja, shit. Yes. Ich bin tot. Oh, shit. Oh, ich höre eine ganze Horde. Tschüss. Na gut, ich hab da eh noch nichts geskillt, groß. Ja. Ah, die kommen in deine Richtung. Ja, ich seh dich, die fressen dich da. Ja. Okay, dann ich mach die, mach du die, Feuer dich. Oh, da läuft dein Minion. Scheiße, kannst du mal schnell herkommen und den töten, bevor der im Feuer rennt? Ich kann's probieren. Der Nackte da, der da die Straße runterläuft. Was ist ein Nackter? Links unten von mir. Ah, da, ja. Ja, dann hin. Okay, bist tot. Sehr gut. Was? Sie behalten. Na, die verbrennen gerade alle. Die Karre schnell. Bin schwer depressiv. Brauchst ein Abenteuer jetzt. Ja. Trinken Whisky. Ein paar Schmerztabletten. Ja, Mann. Ja. Mal schön besaufen. Nur noch 20 Unhappiness. Ne, 10 sogar nur. Also erst zu dem Heli oder lieber zur Base und die Sachen holen? Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wo der Heli ist, weil der ganze Teil der Karte bei mir wieder zugedeckt ist. Deswegen. Also ich habe hier im Osten halt mal. Also ich sehe die Ingame-Markierung, aber nicht auf der Map. Ich weiß halt nicht, wie weit das ist. Ist hier hinten rechts lang, wo ich hingucke. Von den beiden übrig bleibt. Ich fahre hier einfach mal die Straße runter. Ne? Oh, oh mein Gott. What the fuck? Wir fahren nicht hier lang, oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum sind da so viele? Weil da der Heli abgestürzt ist. Achso, aha. Oh mein Gott. Ja. Kommen die wieder hoch oder? Ich fahr mal so ein bisschen hier weg, dass ich die nicht alle bis zur Base mitnehme. Ja, hier geht's zur Rennstrecke, ja. Glaube ich. Ja. Ja.
Oha, wir haben es geschafft. Ja, das waren ein paar Bäumchen auf jeden ja, Fall. Ja, und die wachsen hier halt überall. Mm. Aber oh, es war ja eine schöne Base, war es hier mal. Na, hier sind auch noch so viele Waffen. Die Munition. Ja, Home Sweet Home. Ohne Hantel. Nicht mal mit. Gefährlich. Okay. Komm doch mal her, ihr Schiss. Ja, hier ist kein Benzin drin. Also ich bin jetzt beim Racing Track. Ja, ja, da ja, dann fährst du da lang, ja. Slow Driver. Hallo. Hast du jetzt auch schon eingeholt? Ich fahr rückwärts an ihm vorbei gerade. Ah, perfekt eingepackt. Ich komme. Oh, die steht hinter dir, hinter dir, hinter dir. Nicht steigen, nicht hinfallen, nicht hinfallen. Nein. Nein, ich hab dich da reinstolpern sehen. Nein. Ich hab das Auto geparkt. Warum stirbst du? Oh, das sind echt viele. Naja, sorry. Da waren so viele Zombies. Du sitzt im Auto, oder? Nee. Nee. Holy shit. Ich dachte, ich kann mich gerade noch retten, aber der Blick nach hinten hat gezeigt, es waren 5 von mehr als ich dachte. Ja. Die zerreißen gerade die Tür und Palisaden. Oh, das ist ein bisschen, oh, das ist die Horde von dem Heli. Oder so. Wir haben schon wieder ein Loch in der Palisade. Tür kaputt, Tür kaputt. Ja, ich schreie und lauf nach Osten. Das ist schlecht. Dann beobachte ich gerade noch, was mit meinem Zombie ist. Vor allem, wenn ich überladen bin. Die rennen alle in das Auto rein, weil ich das laufen lassen habe. Ach so, ja, das ist scheiße. Wow. Kann es sein, dass ich nicht am Safe Point respawne? Weiß ich nicht, hast du den Haken angemacht? Eigentlich schon, muss ich das jedes Mal, nachdem ich sterbe, machen? Eigentlich schon, ne? Eigentlich ne, vorher. Nee, eigentlich vielleicht ist das aber nicht gespeichert. Haben wir neu gestartet? Hast du neu connected? I don't know. Hatten wir dazwischen drin. Hier sind so viele Zombies im Osten, was ist denn hier los? Das ist immer noch die Crash-Zeit, die hat uns richtig gebumst, ey. Wo ist das Lagerfeuer? Kann das jemand anmachen? Da ist mein Zombie drin. Den Haufen darf man nicht verbrennen. Den muss man weghacken. Ja, nicht da, wo ich bin. Ich bin hinter dem Lagerfeuer in der Area und ziehe eine Riesenherde hinter mir her. Aber... keine rechts Ahnung. Rechts oben, oder? Ja, also das ist nicht eine Riesenherde, das sind aber einige. Scheiße, die sind überall. Unser komplettes Grundstück ist verseucht, Mann. Die stehen überall im Parkplatz rum und yeah, stehen schon da hinten beim Ranger-Auto. Das ist scheiße.
Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch ein Abo und Daumen hoch da oder folge mir auf Twitch, um keinen Livestream zu verpassen. Danke.